Moin, lieber Mike und allen anderen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, das ist meine Videoantwort für dich zu deinem 150 plus Subscriber Giveaway. Du, lieber Mike, hast diese Zahl erreicht, ohne so recht zu wissen, warum überhaupt. Ja, und ich glaube, da sind wir, deine Freunde und deine Zuschauer, dir ein bisschen voraus. Wir wissen ganz genau, woran das liegt. Denn ich glaube, mit der Meinung stehe ich nicht alleine da. Wir alle lieben deine tiefgründige Art, die Gedanken, die du zu einem Messer, zu einem Produkt einfach mitzuteilen hast und die Art und Weise, wie du das Ganze präsentierst. Darüber hinaus, wir stehen ja auch persönlich im Kontakt. Und auch da, weiß ich, stehe ich nicht alleine da. Schätzen wir dich als Menschen einfach nur ungemein und sind einfach froh, dass du ein Teil unserer Community bist. Und diese durch deine, ja, durch deine besonnene, durch deine nachdenkliche Art einfach so unglaublich bereicherst. Und umso schöner, dass das auch hin und wieder auf dem Wege über YouTube, über deine Videos passiert. Also an dieser Stelle nochmal, ja, einfach meine Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht, dass du einfach dabei bist. Und dementsprechend ist es für mich nicht nur eine Freude, sondern sogar eine Ehre, dir eine kleine VA drehen zu können. Ja, und ganz entgegengesetzt zu dem, was man sonst auf YouTube-Kanälen, die sich mit Messern beschäftigen, so präsentiert bekommt, ist das heute mal, ja, ich würde sagen, sehr rudimentär, was da auf dem Tisch liegt. Das Ganze ist auch noch ausgebreitet auf Küchenkrepp. Ganz einfach, weil ich gerade eben eine Riesenladung Ballistol dadurch gejagt habe. Das Ding hat, ja, grob geschätzt, 20 Jahre in diversen Schubladen verbracht. Es ist noch ein bisschen älter als das. Die wirkliche Einsatzzeit, ich kann schon gar nicht mehr sagen, wann das Ding das letzte Mal Hosentaschenzeit bekommen hat. Ich kann nicht mal sagen, ob es meins ist. Ja, und das möchte ich jetzt ganz kurz aufklären, wie es dazu kommt. Nicht ganz sicher, welches Modell das ist, ob das ein Kadett ist oder ein Spartan. Es ist auf jeden Fall große Klinge, kleine Klinge und die beiden üblichen Verdächtigen. Mehr gibt es an dem Teil nicht. Wir haben ein paar Cracks und ein paar richtige Ausbrüche in den Griffschalen. Ja, ich weiß, Victorinox Service, jetzt verzeiht bitte meine glänzenden Finger, das Ding steht natürlich vor Öl. Aber ich habe mich entschlossen, das Teil genauso zu lassen, wie es ist. Das war ein Geschenk zur ersten Heiligen Kommunion. Die haben mein Bruder und ich damals gemeinsam begangen, obwohl ich 14 Monate älter bin als er. Haben sich meine Eltern natürlich aus, ich sag mal, monetären und organisatorischen Gründen dafür entschieden, das Ding nur einmal durchzuziehen und dann für uns beide. Hat uns beiden einen gemeinsamen, unvergesslichen Tag beschert. Es war wirklich ganz, ganz großes Kino. Es waren sehr viele Verwandte da. Ich glaube, ich habe nie wieder so viele Verwandte auf einen Haufen gesehen. Außer vielleicht bei der einen oder anderen Beerdigung. Also das war schon wirklich ein Erlebnis. Ja, und dann bekamen wir neben dem heißgeliebten Walkman mit den Bügelkopfhörern auch jeder noch einen Victorinox geschenkt. Wobei ich da zu meiner Schande gestehen muss, ich kann nicht mal mehr sagen, ob das jetzt von unseren Eltern, von unseren Großeltern war. Ehrlich, keine Ahnung. Wenn ich jetzt raten müsste, ich würde fast sagen, es kam von Opa. Aber das ohne Gewehr. Kann sein, dass ich mich da vollkommen verhaue und das aus einer ganz anderen Richtung kam. Aber jedenfalls, ja, das war das Erste. Damit hat alles angefangen. Ich könnte jetzt sagen, genau so eine Geschichte hat dann dieser dicke Wenger Werkzeugkasten, den ich schon mal in die Kamera gehalten habe, mit den 23 oder 25 verschiedenen Funktionen. Das war dann vielleicht in der Kindheit oder frühen Jugend so das erste Highlight, der erste Höhepunkt. Was das Messer sammeln ist falsch, aber diese Messeraffinität angeht. Ich könnte das Victorinox Outrider nennen, was ich ja schon vorgestellt habe, was nach wie vor mein absoluter Go-To-Guy ist, was die Vielseitigkeit angeht. Ich könnte das Enzo Necker nennen mit dem Scandi-Schliff, was ich vor fast 3 Jahren vom Stefan geschenkt bekommen habe zum Geburtstag.
Ja, also da gibt es diverse, oder sind das fast 4 Jahre? Ich weiß es gar nicht. Die Zeit verfliegt so unfassbar schnell. Da kommt man manchmal ein bisschen durcheinander. Ja, aber dieses kleine, ölige, ziemlich bemitleidenswert aussehende Victorinox. Ich werde jetzt mal versuchen, das Gröbste vom Ballistol wieder abzureiben. Eigentlich hätte man es mal über Nacht in WD-40 legen müssen, um wirklich alle Reste rauszukriegen. Ihr werdet jetzt gleich sehen, Mike, du wirst es sehen. Die Federn haben da schon wirklich ihre Mühe. Die Teile nicht nur richtig arretieren zu lassen beim Ausklappen, beziehungsweise nicht arretieren, sondern in die geöffnete Position zu bringen. Also der letzte Schwung ist da definitiv nicht vorhanden. Immerhin lässt sich die kleine Klinge jetzt wieder ausklappen. Das war vor einer halben Stunde noch nicht der Fall. Ich habe dem Ganzen also schon den ersten Versuch gegeben, aber bin dann kläglich gescheitert. Ja, und ihr seht, zurückholen ins Heft funktioniert bei der kleinen auch nicht. Bei der großen sieht es ein klein bisschen besser aus. Da ist auch schon fast das Victorinox-typische Schnappen zu hören. Die Klinge ist allgemein noch in einem ziemlich guten Zustand, wie ich finde. Ein paar Kratzer natürlich, aber in keinster Weise irgendwie verschliffen oder so. Victorinox Switzerland Stainless rostfrei. Ja, und die ziemlich massiven Kampfspuren. Officier Suisse mit dem Regenschirm. Ja, das war also tatsächlich mein allererstes Taschenmesser. Beziehungsweise genauso gut könnte es sein, dass es das von meinem Bruder ist. Auch da trügt einen die Erinnerung ja schon mal allzu gerne. Ich meine, mich erinnern zu können, dass meines intakte Griffschalen hatte. Es kann einfach sein, dass die Dinger mal irgendwann im Laufe der Zeit vertauscht wurden. Wage ich nicht zu beurteilen. Ich habe auch keine Ahnung, ob das andere noch irgendwo existiert, ob das in irgendeiner Schublade, vielleicht sogar bei meinen Eltern noch rumliegt. Ja, hier. Nee. Da würde ich mir jetzt wahrscheinlich den Nagel rausreißen. All das Ballistol hat jetzt erstmal nicht allzu viel gebracht. Es ist ein bisschen besser geworden. Aber ganz ehrlich, ich gehe mal davon aus, ich werde es jetzt von außen ein bisschen abreiben und dann wird es wahrscheinlich zurückwandern in die gleiche Schublade, aus der ich es eben geholt habe. Ja, mein Messer mit Geschichte. Die Victorinox und das Wenger waren damals schon ja, mein ganzer Stolz, meine große Liebe, die Dinger in der Tasche zu tragen und bei sich zu haben. Das war ja damals als Schüler noch durchaus möglich. Ja, das gab einem immer das Gefühl, man habe was ganz, ganz Besonderes dabei. Und ja, das ist eigentlich das, was uns in der Szene auszeichnet, beziehungsweise was uns von den anderen trennt. Denn die können einfach zu diesen kleinen wunderbaren Werkzeugen keine Beziehung aufbauen, beziehungsweise haben diesen Wert, den diese Teile für uns haben können, vielleicht nie vermittelt bekommen. Und das macht einfach den Unterschied aus. Ja, wenn ich dann mit Leuten spreche, ja, wozu brauchst du denn ein Taschenmesser? Ja, was soll man da sagen? Zum Schneiden? Es gibt halt jeden Tag mindestens 2 oder 3 Situationen, in denen man es wirklich braucht. Darüber hinaus kreieren wir natürlich noch Situationen, in denen wir das Messer gerne benutzen möchten. Wir öffnen Dinge mit dem Messer, die man auch auf anderem Wege öffnen könnte. Einfach, weil wir es dabei haben, weil wir es machen möchten. Das ist ganz klar. Wir müssen ja natürlich auch auf irgendeinem Wege unseren Wahnsinn auch ein bisschen, ja, dem Ganzen eine Daseinsberechtigung verpassen. Und das machen wir halt auf diesem Wege, indem wir Situationen kreieren. Und der Grundstein, der wurde halt gelegt durch dieses kleine Victorinox zu meiner ersten heiligen Kommunion. Irgendwann vor gefühlt 250 Jahren, schätze ich mal. Ja, lieber Mike, ich habe gedacht, ich schaffe es mal in 5 oder 6 Minuten. Hat wieder nicht funktioniert. Wir sind bei knapp 10. Ich hoffe, du bleibst uns auch auf dem YouTube-Kanal noch lange, lange erhalten. Ich freue mich über jedes Video, das von dir kommt. Hin und wieder sind es mal welche, die nur für unsere Augen bestimmt sind. Dann wiederum kommen welche, die du auch veröffentlichst. So oder so ist es immer eine wirkliche Freude, dir zu lauschen. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. In diesem Sinne, dir noch einen wunderbaren Tag und euch anderen, wir sehen, hören und lesen uns schon bald. Macht's gut.